Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin, und ich begrüße euch zu einem neuen Video. Hier jetzt erstmal nur ein kurzes Unboxing. Wir hatten uns ja schon mal Kopfhörer angeguckt, also Headset von, wie heißt die Firma? Soundperz oder so. Und jetzt habe ich hier die Mini Pro, wurde ich angefragt, ob ich die auch mal testen wollen würde. Es sind in ihr. Aber Ingeborg braucht neue. Und dann habe ich gedacht, naja, kann ich Ingeborg gleich schenken. Da freut die sich. Ihre sind nämlich kaputt. So. Die Verpackung sieht schon stylisch aus, muss ich sagen. Hier haben wir den Groß drauf. Ich hab's. Wir machen heute auch jetzt nur das Unboxing, weil schon so spät ist. Wir machen morgen den Hardware-Check und ein Testvideo. Ich weiß nicht, der muss aber erstmal wahrscheinlich geladen werden. Ach, die sind aber clean knuffig, die Hülle da. Ach, hier ist noch was drin. So. Wir haben einmal, logischerweise, Kopfhörer, hier hinten ist der USB-C zum Laden. Oh, ich muss mittig bleiben, weil mittig ist mein Fokus. Ja. Da ist der USB zum Laden. Ein bisschen halbrund. Hier geht dann auf. Hier sind sie drin. Also ich finde mit dem 5 oder mit dem S, was das sein soll, finde ich gar nicht mal so schlecht. Aber es sind halt In-Ears. Hier ist dann auch noch so ein Schutz. Wegen Laden drauf. Hoppala. So, jetzt leuchten sie beide. Seht ihr das? Leuchten so rot. Ich werde die nachher auch gleich mal laden zur Sicherheit, dann können sie laden, dann sind wir, wenn wir einen Test machen, sind sie nämlich dann voll geladen. Er wirkt schon ein bisschen ganz schön groß, muss ich sagen. Ich werde die zum Testen, werde ich sie dann mir natürlich wieder mal ins Ohr donnern. Ich mag in ihr nicht. Ich sag's euch so wie es ist, ich stehe auch dazu, ich mag in ihr nicht. Also die haben hier auch, da habe ich letztens euch von der Firma auch schon welche vorgestellt. Die sind nicht in ihr, die sind so wie die alten iPods. Die sind geil. Und die, ach, hier haben wir dann die Ersatzgrößen. Zwei verschiedene. Noch kleinere und größere. Und hier haben wir dann das User Manual, da wird dann natürlich drin stehen, welchen Knopf man drücken kann und die Software und Bluetooth und hast du nicht gesehen. Lass mal gucken, ob da überhaupt Deutsch mit bei ist. Deutsch ist Seite 8. Ja, da muss ich wieder wahrscheinlich mit Handy arbeiten. Das ist mir wesentlich zu klein. Das ist mir zu klein, das kann ich selbst mit Brille kaum lesen.
So, aber echt schnucklig, die Dinger. Wir wollten ja auch nur ein kurzes Unboxing machen. Ich werde die jetzt mal laden zur Sicherheit. Und dann werden wir die dann morgen testen. Und ich bin mal gespannt, wie sie sich schlagen werden. Ich würde mich dann jetzt, weil der Akku geht auch nämlich langsam schon zur Neige, ich würde mich dann für heute jetzt erstmal von euch verabschieden. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, Däumchen wären Träumchen. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin. Ahoi, sagt euer Odin.